gesichert und gehe in die FOE 12. Ich besuche die FOE, weil mich der Berufszweig halt interessiert. Die Aufnahmevoraussetzungen für die FOE sind mindestens der Hauptschulabschluss. Ja, der Stundenplan ist eigentlich ganz normal aufgebaut. Es gibt halt Mathe, Politik, Deutsch, Englisch und dann halt die bezogenen Fächer auf die Ausbildung sind dann BBP, TBA und TPD. TBA steht für Theorie, Betriebs- und Arbeitsorganisation, TPD steht für Theorie, personenbezogene Dienstleistungen und BBP steht für betriebsbezogene Praxis. Ja, meiner Meinung nach die schwierigsten Fächer sind halt TBA und TPD, da sie halt auf den Beruf ausgelegt sind und man halt alles neu lernen muss. Am Ende der FOE gibt es den Berufsabschluss als staatlich geprüfte Assistentin oder staatlich geprüfter Assistent für Ernährung und Versorgung im Schwerpunkt Service. Man kann seinen Realschulabschluss nachmachen und die Qualifikation. Nach diesem Jahr werde ich mich bewerben an verschiedenen Arbeitsstellen und dann halt gucken, wo ich angenommen werde. Oh, die Pläne meiner Mitschüler. Einige gehen halt ins freiwillige soziale Jahr, andere bewerben sich, manche gehen arbeiten. Die FOE bereitet besonders gut darauf vor, mit fremden Leuten Kontakt aufnehmen zu können und auch natürlich im Gastgewerbe gut arbeiten zu können, seine Leistungen bringen zu können. Ja, Kosten entstehen, halt das Kochgeld, was man halt für BBP bezahlt und ja, die Arbeitskleidung und Kopiergeld. Man kann sich nach den Halbjahreszeugnissen anmelden. Weiterführende Informationen gibt es auf der Internetseite von der Helene Weber und vorne im Eingangsbereich stehen auch Flyer.